So, gehen wir doch mal ins Schloss. Schauen wir mal, was da drin ist. Hast du die Mitteilung des Königs gelesen? Morgen geht es los. Achso. Ja, dann müssen wir wohl doch im Hotel übernachten. Im Gratis-Hotel. Dann geht das direkt. Ja, pass auf, wenn man jetzt ins linke geht. Ach nee, ich dachte, er sagt dann auch ein Hund. Es ist so süß. Schlafen wir eine Runde. Hat der Hund das Zimmer gemietet? So ein reicher Hund. Das ganze Spiel a cappella begleitet. Ich bin auf Wache. Ich bin auf Wache. So, wir schauen uns mal ein bisschen um im Schloss, ne? Wo geht's hier überhaupt lang? Hey, der Speisesaal. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin... Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn das der König hört, lässt er Gudert aus ihr machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Ja, so. Erwischt, was? Du gefällst mir. Sei mein. Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. Bitte? Oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Sei vorsichtig, es wäre schlecht, wenn jemand etwas hineingäbe. Na, so ein bisschen Hinweise geben. Und ein Kristall. Die Musik ist auch so schön vom Schloss. Und ich glaube, es ist der einzige Ort, wo man dieses Musikstück hören kann. Achso, mit dir schon gesprochen. Ja, ist gut. Wir erkunden erstmal das Erdgeschoss. Bevor wir hier noch großartig weiterlaufen. Quartiere. Die Prinzessin stammt aus Storkholm. Storkholm. Wohlgemerkt. Einem Dorf in der Festerwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. Hey, soll ich dir von meinen Heldentaten erzählen? Nun, ich fing den Halunken Robwood. Ich überraschte ihn, als er sich in das Zimmer des Königs schlich. Siehst du die Narbe auf meiner Stirn? Die stammt von diesem Kampf. Dieses Buch da oben sieht aus wie die Bibel. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Kerker. Fass dich kurz, wenn du mit den Gefangenen sprichst. Nur keine Angst. Komm doch auf ein Schwätzchen rüber. Mist, verschlossen. Ich bin ein berühmter Dieb, aber verstehe das nicht falsch. Ich nehme nur von denen, die zu viel haben und verteile das gerecht. Ich tue doch nichts Verbotenes, oder? Was meinst du dazu? Tja. Du wärst ja nicht im Kerker, wenn es nicht verboten wäre. Aber man erkennt so die Parallelen, ne? Ich meine, Robwood, Robin Hood. Storkholm. Stockholm. Ich bin auf Wache. Ich bin auf Wache. Achso, hier oben ist quasi das Königsgemach, glaube ich. Da können wir nichts machen. Hier muss es rein. Nein, hier ist erst die... Oh, okay. Genau.
Dieses Schloss ist auch riesig, ne? Das ist Wahnsinn. Gehen wir hier rein. Es ist auch wieder mehrstöckig, na toll. Was ist hier? Das ist ein Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vorstellen, ist oben. Vor einiger Zeit übernachtete hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. Hier gibt es so viel zu erzählen, so viel zu reden. Was willst du? Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist guten Geschmack. Hier kann man sich noch mehr Plot-Details holen. Die Amnesie der Tochter des Bürgermeisters. Sie verlor teilweise ihr Gedächtnis und kann nicht mehr sprechen. Nichts konnte ihr bisher helfen. Wir brauchen Zeit. Norfesterwald nach dem Feldzug. Der Norfesterwald ist jetzt von Wölfen bevölkert. Sie tauchten nach der Zerstörung Stockholms im Wald auf. Die Stockholmer benutzten früher Pfeifen, um ihre Hunde zu bändigen. Bericht über den Eindringling. Rob Wood, der Dieb, wurde von der Königsgarde festgenommen. Er wollte wohl die goldene Statue aus dem Königszimmer stibitzen. Buch des Feldzugs gegen Stockholm. Der Norfesterwald entwickelte sich langsam aufgrund der Bodenschätze. Als ein Soldat die Hermesglocke erhielt, änderte sich alles. Die Glocke erführte König Olaf und seine Garde nach Stockholm. Sie fanden den offenen Schatz nicht. Der König war sehr erbost. Alle Bürger Stockholms wurden als Rebellen hingerichtet. Vielleicht ist ja Melina auch aus Stockholm. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe, sie lassen dich nicht hinein. Leute wie dich wollen wir hier nicht sehen. Achso. Ist gespiegelt. Sie spricht das gleiche wie ihre Schwester. Genau, hier war die Bibliothek. Nee, was war hier? Hä? Warte mal. Was? Ich muss mich gerade mal finden. Wo war der Weg nochmal? Oh Gott. Waren wir hier schon oben? Hilfe, ich weiß es nicht mehr. Nein, hier ist es. Hier ist das Zimmer, genau. Ja, genau. Bist du ein Hochzeitskandidat? Ja, genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich. Sei still. Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Genau. Wenn man hier nämlich ins linke gehen möchte. Blödi, das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts ist, oder? Wenn ich der Mann der Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Ich verliere nie, wenn es hart auf hart kommt. Ist die Prinzessin nicht hübsch? Ich hoffe es. Ist die Prinzessin hübsch? Und dieser Mann mit den blauen Haaren ist ganz bestimmt kein plotrelevanter Charakter. Nein, es sind diese drei mit den generischen Haarfrisuren. Hey Kleiner, du willst der Gemahl der Prinzessin werden? Hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark, noch klug, noch gut aussehend. Keine Chance. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau nicht böse, es steht dir einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Gegen mich bist du chancenlos, Rosenmatz. Hey, mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Na, dann gib mal dein Bestes. Obwohl es umsonst sein wird. Ich hasse diesen Kerl. Entschuldigung. Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Mache zuerst dem König und Prinzessin Melina deine Aufmachung. Aufwartung. Aufmachung. Willkommen. Der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich, für die Prinzessin und unser Land.
Da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht hier vor? Was? Sie ignoriert mich. Himmel. Nicht wie meine Melina. Sie scheint mich nicht zu mögen. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach den folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Allen Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Verstanden? Nun, ich soll also ein Mittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden. Genau. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. So kann man auch Forschung betreiben. Halt, was war eigentlich hier links? Gar nichts. So, wir müssen jetzt also was finden, um die Prinzessin wieder zum Sprechen zu bringen. Als gäbe es nichts Einfacheres auf der Welt. Also wenn man so zusammenfasst, war es halt so, vielleicht kann uns ja der Gefangene im Kerker, der wurde doch festgenommen, weil er die Glocke aus dem Königszimmer stehlen wollte. Vielleicht hat diese Glocke ja irgendwas zu bedeuten. Und ins Königszimmer wurden wir ja nicht eingelassen. Wie können wir jetzt ins Königszimmer gelangen? Ich weiß es natürlich. Wir müssen jetzt nämlich, ich will nur sehen, ob man darauf auch als Normalo kommen könnte. Also ob man da auch irgendwie von selbst drauf kommen kann. Das ist so mein Bedenken. Was sagte der Typ mit dem Schlaftrunk? Immer noch dasselbe, ne? Ja. Genau. Also die Sache ist die, wir müssen jetzt einen Pilz finden, dem dann den Typen geben. Dann macht er seinen Schlaftrunk. Dann mischen wir diesen Schlaftrunk in den Topf der Schlossküche. Daraufhin schlafen alle ein. Und wir können uns ins Königszimmer schleichen, die Glocke stehlen. Dann durch ihn auf Festerwald und dann Stockholm besuchen. Easy breezy. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Im Mooswald im Osten findest du Pilze zu medizinischen Zwecken. Im Schatten der Bäume sind sie gar nicht so leicht zu finden. Der Mooswald. Der Pilz ist hier, ein bisschen versteckt. Der ist gar nicht so gut versteckt eigentlich, wenn er gleich am Anfang liegt. Naja. Ja, ich habe einen Steinpilz, du Depp. Muss ich jetzt immer erst ausrüsten? Du machst mich krank. Nein, ich möchte kein Schlafsiegel. Mein bestes Rezept, bla 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 bla. Oh mein Gott! Dieser Steinpilz.
Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Willst du mir den Schein plötzlich überlassen? Natürlich werde ich dir etwas anderes dafür geben. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin doch nett. Danke, das wird allen schlaflosen, ruhige Nächte bescheren. Zum Dank brauche ich dir einen tollen Schlaftrunk. Da die Zubereitung Zeit in Anspruch nimmt, komm noch später wieder. So, und ich glaube, dass wir jetzt schon alle Kriterien erfüllt haben, um die Zubereitung abzuschließen, oder? Also eigentlich ist es so gedacht, dass man erst den Steinpilz sucht und dann im Schloss das Ganze macht und dann wieder zurückkehrt. Müsste schon fertig sein eigentlich, ne? Genau. Danke für deine Geduld, hier ist der Schlaftrunk. Sogar ein ausgewachsener Büffel fällt sofort in tiefen Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses in Tiefschlaf versetzen. Geh bitte äußerst behutsam damit um und setz ihn richtig ein. Ich finde es irgendwie so lustig, wie das so obvious ist, dass man, also, es wird einem ja direkt gesagt, was man machen muss, eigentlich. Gut, das ist natürlich auch auf der einen Seite gut, weil man dann, ne, ihr wisst schon, weil man dann nicht so lange umhersuchen muss und so weiter und so fort. So, ab in die Küche. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir nicht erwischt werden. Bewirkt sofortigen Tiefschlaf. Arg füllt den Schlaftrunk in den Topf, während die Kantinenkraft daneben steht. Das Essen ist fertig. Ich bin beschäftigt. Geh jetzt bitte. Und wir gehen wieder rein. Und was passiert? Was passiert? Schnarch. Schnarch. Sie alle schlafen. Schnarch, schnarch. So, wo war nochmal das Königszimmer? Hier war's. Schnarch. Hups. Oh, wenn das nicht die Prinzessin ist. Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Haha, arg. Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde. Sie sieht aus wie Melina, aber sie benutzt sich anders. Tja. Ach so. Ich schieb dich mal eben weg. Das Zimmer des Königs. Berühr die Statue nicht. Tata, ein geheimer Tunnel. So toll. Ein Kristall. Und die Hermesglocke. Perfekt. Da, 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 da. Yeah. Das Zimmer von Melina ist leer. Ab nach unten. Nur irgendwie ist ja der König das Problem, ne? Ich meine, solange der König regiert, kann sich Loire nicht entwickeln. Und die Bewohner sind anscheinend unzufrieden mit ihm. Ich hätte ihn ja umgebracht, aber gut. Ja. Ich hätte ihn einfach umgebracht. So. Wir gehen nochmal schnell saven. Und im nächsten Part
Schauen wir uns mal den Norfesterwald an, der ja so gemein und gefährlich sein soll. Vielleicht gibt es dort ja eine Lösung für das Problem, das wir haben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.